Moin moin Leute und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Weihnachtsspecial. Erster Weihnachtsfeiertag kommt die erste Folge, morgen die zweite Folge. Ich begrüße erstmal den Harald, moin. Tag ihr Nasenbär, Tag du Nasenbär. So, wir haben uns überlegt, wir werden zwei Weihnachtsspecials starten, nämlich die Eastern All-Stars gegen die Western All-Stars, ein Hin- und ein Rückspiel, und da wird jeweils heute und morgen eine Folge kommen. Ja, man muss dazu vielleicht noch erwähnen, wir spielen gegeneinander, diesmal nicht miteinander. Nachdem wir unser online gemeinsamer Auftritt etwas in die Hose gegangen ist und wir aufgehört haben, wurden wir gebeten, ob wir nicht mal gegeneinander spielen wollen. Ja, und jetzt können sich hier die Eishockey-Götter jetzt mal messen, wer ist der bessere von beiden. Und, oder wer ist weniger Not und weniger Elend. So ist es, richtig. Ich bin die roten All-Stars, er ist die blauen All-Stars. Hier ist es leider als rot und blau deklariert. De facto sind die roten die Eastern und die blauen die Western All-Stars, aber es stimmt trotzdem nicht, weil ich habe Jonathan Quick im Tor und der müsste eigentlich bei ihm sein. Naja, mal nicht klugscheißen hier, das ist ja widerlich. Mir fällt übrigens auf, dieses Match hier machen wir gerade am Samstagmorgen. Samstag früh, ja, für euch, und ich bin jetzt schon blau. Ja, das ist richtig. Und so. Vor allem, es ging mit der Connecten richtig schnell, also den Gegner haben wir richtig schnell gefunden. Ach du Scheiße. Okay, Bulli. So, dann wollen wir mal. Quick heißt schnell, ne? Ja. Ich werde jetzt mal very quick hier das 1:0 reinzimmern. Oh, da setzt Chara in der Verteidigung. Das ist der dicke Mann, ne? Der ja, ganz große. Der Riese. Ah. So, gute Abwehrarbeit hier gerade. Jawohl, ja. Drauf auf die Mutter. Ja, was war das? Das war ein Fehlpass. Ah, Mann, das war auch ein Fehlpass. So, jetzt. Meine Fresse, ist das ungewohnt. Ja, ja. So, jetzt aber komm mal über die rechte Seite. Jawohl, jawohl, jawohl. Puff. Ah! Das war eigentlich ein Pass, wenn ich gestehe. Ganz ehrlich. Aber gut. Was macht denn der da? Der läuft einfach durch, der Glückmann. So, jetzt aber komm. So, haben wir zurück, Leute. Ho! Ah! Quick! Der Blödmann. Ja, ich bin gerade so ein bisschen konzentriert. Ist schon was ganz anderes. Komm, komm, komm. Abwehr. Ja, 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 ja. Zurück, Freunde. Ah, oh, der Alte, das kann er noch. Kacke. Für den ersten hat es noch gereicht. Nimm mit. Ah, oh, Corey Price. Von den Montreal Canadiens. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mittlerweile, was NHL angeht, überhaupt keinen Überblick mehr, wer wo spielt. Wir haben beschlossen, dass wir die Wiederholungen und so laufen lassen, damit ihr ein bisschen mehr Eishockey-Atmosphäre kriegt heute. Und dann, wenn das Spiel eine Stunde dauert, dann dauert das halt so lang. So ist es. Vielleicht machen wir ja einen neuen Rekord. Ich glaube, der liegt bei irgendwo bei über 700 Minuten, ne? Also ein richtiges NHL-Spiel, wo damals, glaube ich, in der siebten Overtime war oder so. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil hier es ja wahrscheinlich Penalty-Shooting gibt, ne? Ja, richtig. Aber das kann ja auch ewig dauern, Strafe. Ach komm, das war gar nichts. Beinstellen gegen den Captain. Tschüss. Das war gar nichts. Das war nur ein bisschen angestupst. Da, guck. Da war überhaupt nichts. Steno Scherer. Ah. Wie groß war der nochmal? 2,3 Meter oder sowas, ne? Ja, irgend sowas in die Richtung. So, Frotzelfränkel wieder am Bulli hier. Das ist ja mit der anderen Kameraperspektive, ne? So ist das. Ich nehme die nähere, die actionreichere und zack. Schade. Also, dann müssen wir erstmal hier ein Spiel reinfinden, hier verflucht nochmal. So, stopp. Ganz ruhig jetzt, Frenke, ganz ruhig. Ja, du hast natürlich jetzt Zeit, ne? Naja, mehr oder weniger. Alter. Okay. So, ich bin hier in Unterzahl, fällt mir gerade auf. Komm jetzt! Oh Mann! Wo ist er? Weg! Ja, das läuft irgendwie noch nicht so rosig. Wo sind denn meine Mitspieler hier, verflucht? Denk dran, du bist immer noch in Unterzahl. Ja, ja, ist ja gut. Die kümmern sich, glaube ich, um die Verteidigung. Jetzt! Torwart! Oh, Freunde, Freunde, Freunde! Komm, rüber! Komm! Ah.
kriegt den Puck nicht weg. Das ist ganz, ganz, ganz ärgerlich hier. Wo sind wir denn? Hallo? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh, oh, oh. Das geht's doch nicht, der muss doch drin sein. Damn. Was eine Chance. Hä? Passt doch rüber. Ja, ich habe mich so reingestochert gerade, ganz fies. Das nimmt hier schon wieder Ausmaße an. Oh, der ist schnell unterwegs, der Daniel. So, den haben wir jetzt aber hier. Naja, komm raus da. Jetzt. Oh Mann. Sehr gut. Den machst du gern, ne? Naja, mein Gott. Wenn's klappt, gell? So ist es. Oh, da ist der Dicke wieder. Komm! Nein, 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 nein. Den krieg ich doch nie und nimmer von den Beinen geholt. Ja, musste ja auch nicht, oder? Und schon wieder. Ich fall aber auch jedes Mal drauf rein. Nein! Du flickst, ey. Jetzt komme ich mal langsam ein bisschen besser ins Spiel. Und was passiert? Ich treffe das scheiß Tor nicht, wie immer. Das gibt's doch nicht. Wo seid ihr denn? Wir haben schon die letzte Minute, ne? Ja. 0-0. Aber oben fliegt hier wieder, Mann. Oben steht's ja übrigens, ne? East gegen West. Ach, tatsächlich, ja. Nicht nur Rot gegen Blau. Oh. Also, nein, ey. Das war mal ganz quick. Oh Mann, ey. Und dann ist er noch am Pfosten rumgetänzelt da. Der Puck. Ja, ich weiß schon, warum ich den Torwart dann ausgewechselt habe. Dahl! Bei Gelegenheit sollten wir mal wieder einen Bulli gewinnen, Herr Frenkel. Das wäre ganz gut. Komm, komm, komm. Das gibt es nicht. Dieses Mal nicht, Harald. Ja, das war ja auch ein Passversuch. So! So. 0-0. Und da ist wieder Pommesville. Kennst du den? Ja, Jason Pommesville spielt bei Buffalo. Da, schau an. Ja, also es war Jack. Ein interessantes Jack. Erstes Drittel. Vor allem dieser Save hier. Nicht schlecht, Herr Specht. Und wir spielen übrigens bei den Blue Jackets im Nationwide Center oder in der Nationwide Arena hier. Ist dir eigentlich klar, dass sich meine Xbox 360, als wir online gespielt haben, für unsere Leistung so geschämt hat, dass sie danach kaputt war? Ah, schon eine neue? Die ist doch eingefroren, habe ich doch gesagt. Genau, du hast gesagt, jetzt ist sie abgeraucht. Immer wieder eingefroren, immer wieder eingefroren. Jetzt musste ich mir am Tag, als ich mir die Xbox One geholt habe, musste ich mir noch eine neue Xbox 360 holen. Nicht zu fassen, oder? Die Xbox One, die war so günstig. Da ist es dann locker noch drin. Ein Skandal. Alter, komm jetzt aber! Das gibt's doch nicht. Ja, ja, da haben wir den ein bisschen weggefischt. Ja, ja. Ja, was war das? Ja, das war auch nichts. Frenkel, nicht so überhastet hier. Oh, vor dem Großen habe ich immer Angst. Da brauchst du keine Angst haben, der ist ganz lieb. Der tut doch nichts, der will nur spielen. Genau. Oh, aber dafür ist er halt langsam. Ach, scheiße. Ja, so ein bisschen Unilenk, ne? Der spielt sich wahrscheinlich wie wir, ne? So wie so ein LKW. Ja, hat aber mal gesessen hier, der Jack. Der Jack! Oh, das wäre beinahe ein Eigentor geworden. Was es da nicht gibt, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß das. Komm, steh auf, Baby! Nein, nein, nein! Oh, wo sind wir daheim? Ah, Mann! Steven Stamkos. Oh, jetzt geht er rein! Yes! Ah, Hühnerdreck! Und da ist es! 8 Minuten im zweiten Abschnitt hat es gedauert. Logan Couture! Ödkultur. Hydrokultur? Oder der Hydrokultur. Aber wo der spielt, der Name sagt mir gar nichts. Mensch, Price, du Pfeife, du. Den muss er doch halten, ey. Nein, nicht wirklich. Da kann der Torwart nichts für. So, jetzt ist der Torreigen wahrscheinlich eröffnet. Oh. Na, hallo. So, Freunde, jetzt müssen wir mal was bieten.
Na. Ah. So, komm, macht mal was, Jungs. Ihr seid doch schnell, oder? Ihr fallt aber auch vor allen Dingen schnell um. Wie? Habe ich jetzt eine Strafzeit gekriegt? Ja, du hast mir wieder das Bein gestellt. Ach, gar nicht wahr. Er kriegt den Mega-Hammer. Ach, alles cool. Eieieiei. Mein Gott, wir sind ja doch beim Eishockey, nicht beim Fußball. Hier dürfen wir spielen wie Männer. Ja. Normalerweise schon. Wahrscheinlich Fußballschiedsrichter. Er macht hier nur beim Eishockey 400 Euro Basis-Nebenjob. Hör mal auf damit. Komm, oh! Das ist doch scheiße, was du da machst. Baseball-Manier. Hallo. Hallo. Bin da nicht so eingestellt offensichtlich richtig. Ich hätte einen Trainer gebraucht, glaube ich. So, jetzt aber, komm. Hossa, Hossa. Oh, ja, jetzt scheppert's. Das habe ich gesehen, ja. Ach, scheiße. Hä? Ich habe ihn gar nicht mehr? Nein, ich habe ihn jetzt gerade geklaut. Du Dieb. Danke. Ah. Jetzt bin ich auch einer weniger. Das ist ja schon so schwer genug gegen diesen Blödmann hier. Der geht mir langsam ein bisschen auf die Nerven. Der Bloody LP. Es war deine Idee, wohlgemerkt. Ach komm, das war die Idee. Scheiße. Ach du Scheiße. Der Zuschauer war das, die Idee. Das war eine scheiß Idee von denen. Ja, noch ist es... Aua! Sollen wir mal? Ah, schade. Hey, kein Unterzahltor. Huhuhu, gar kein Tor. Mann! Was willst du? Komm. Geht Stück. Aber auch gar nichts rein hier. Ja, schau dir Johnny. Ah, da war es knapp. Es gab ja mal einen Eishockeyspieler in Deutschland. Der in Deutschland gespielt hat, ist ja auch tatsächlich Johnny Walker, ne? Das war sehr lustig. Echt jetzt? Tatsache? Ja. Irgendwann mal. Das ist schon etliche Jahre her. Wie lange hat der gespielt? Boah, das war... Ich weiß nicht mehr, wann das genau war. Also... Johnny Walker. Krass. So, jetzt wird's haarig hier. Hat er wahrscheinlich vor jedem Spiel auch getrunken. Naja, weiß nicht. So, ich habe vor allen Dingen ein Bully-Problem. Ich überlege gerade, ob das auch damit zu tun hat, wer der Host ist und so. Das kann nämlich auch sein. Ja. Das ist sehr extrem. Das werden wir dann fürs zweite Spiel ändern. Da werde ich dich mal einladen. Können wir gerne tun. Aber ihr merkt schon, Daral, der sucht wieder alle möglichen Schlupflöcher. Ja, ich habe auch meine Kontaktlinsen nicht drin und spiele mit den Füßen. Ist doch klar. Ah, Stamkos. Oh! Huh? Scheißendreck, ich dachte, ich hätte ihn noch. Und abseits. Ah, das war aber auch wieder ein Millimeter hier. Ich drücke übrigens dauernd aus Versehen weiter, das bin ich so gewohnt. Zum Glück drückst du nicht weiter, weil... sonst wären wir die ganze Zeit weg. Wir lassen das heute mal. Sonst wird das weggedrückt die ganze Zeit. Ich bin das so gewohnt, so dermaßen drin. Soll ich uns mal das ganze Spiel vermiesen? Was willst du denn machen? Rausgehen? Ich habe mein Mikrofon gemutet. Das heißt? Meine Aufnahme ist nicht da. Oh, super. Und jetzt? Kleiner Scherz, Weihnachtsscherz. Ah, bitte, am Weihnachtstag. Scheiße, jetzt kriege ich die Rechnung. Nein. Oh. Nee, das würde ich sehen. Hallo? Aber warte mal, ich muss gerade mal gucken. Ja, bei mir läuft's auch. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt kommst du und sagst, aber bei mir nicht. Ist ja schon das zweite Drittel, das Ende jetzt hier. Ja, da geht die Zeit noch schneller vorbei, wenn man im Rückstand ist irgendwie. Und vor allem so torlos hätte ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Aber dann müssen wir das mal noch ändern jetzt. Verdammt, noch eins. Sack und Asche. Wow, geht ran, Mann! Dreck! Dreck aus der Hölle! Mann. Tja! Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass ich mir das einfach aufhebe, alles fürs letzte Drittel dann jetzt. Boah, das wäre auch geil gewesen, so in Baseball-Manier, bam. Aber dein Torhüter, der lässt keiner mehr durch.
Außer den. Und der war ja, ja wohl im Traum. Ja, ja. Wieso, hast du eine andere Wiederholung gehabt als ich? Ich habe jetzt mein Tor noch gesehen am Schluss. Ja, siehst du, dann hast du eine andere Wiederholung gehabt als ich. Was hast du gesehen? Irgendeine vergebene Chance von mir irgendwie. Ah, okay, dann ist es also pro für dein Spiel extra angepasst. Das kann durchaus sein, ja. Schauen ein bisschen gelangweilt, die Zuschauer. Also die im Spiel, meine ich natürlich. Ja, jetzt werde ich nochmal eine Schippe drauflegen. Werde jetzt gleich mal 2-0 machen. Also beim Bulli, keine Chance. Ja, das habe ich ein bisschen geübt. Wer täglich oder wer wöchentlich 15 Eishockeyspiele bringt. Mit Lift Alive 7 pro Tag. Da bin ich jetzt bald bei der 100, ne? Ja, du Irre. Am Montag, also in einer... Oh nee, kann die Rechnung gerade nicht fertig führen. Das kommt ja erst am ersten Weihnachtsfeiertag. Hau ab, jetzt aber komm, zieh! Da ist wieder der Dicke. Ja, lange Arme hat er, ne? Aber ja. Ja, und ich würde eigentlich ungern da drauf fahren, weil das tut bestimmt auch weh. Es kommt, Leute, macht mal was. Strengt euch mal ein bisschen an. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch Bullshit, was ihr da macht. Na! Ah! Diese Na, endlich mal eine Strafzeit für den Kollegen hier. Nein, nein, nein. So. Jetzt muss mal was passieren hier. Ja, 2-0 in Unterzahl. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. So haben wir nicht gewettet. Pillepalle hier. Das war mal ein richtiges Foul. Richtig brutal. Man hat da das Blut spritzen sehen. So typisch Eishockey-Foul, ne? Also wenn ich mal hier einen Bulli gewinnen könnte, aber es geht da gar nichts. Ah, Ruhe. Ausnahmsweise. Jerome Iginla. Ah, abseits. Ja, Mann, fall doch richtig um, ey. Das ist doch scheiße. Sei doch mal ein bisschen kooperativ hier. Komm jetzt, bleib dran, Digga. So, zurück, 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 zurück. Autsch! Autsch! Oh, jetzt kriegt er den nicht. Jawohl, lass ihn frei. Schade. So, also nochmal ein Anlauf. Die wechseln gerade mal lustig. Ja, da liegt was auf dem Eis. Komm jetzt, mach doch mal. Scheibenkleister, ey. Milan Gaborik. Vorsichtig, vorsichtig! Wo ist er denn? Das kann nicht wahr sein. Boah, das meine ich. Blöder Fehlpass wieder. Ah, damn it. Wann bin ich eigentlich wieder komplett? Weiß nicht. Mann! Wahrscheinlich schon längst, oder? Ja, sehe ich auch gerade. Ah, was macht der denn? Umfallen. Und Kinderschuss. Zurück und... Scheiße, ey. Kackt die Wand an, ey. Das kann ich doch 3 Stunden hier spielen, da geht nichts rein, ey. Hat er wieder die Krake im Tor, der Kollege, mit 8 Armen und Fangzähnen, ey. Komm, komm. Oh, du hast Jamie Benn. Oh je, oh je. Jetzt sind ja nur noch 6 Minuten hier, verfluchte Axt. Ah. Wo ist er? Alter! Ah, kein ordentlicher Pass hier rausgekommen wieder. Vorsichtig, 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 vorsichtig! Hä? Du hörst leichte Verzweiflungsschreie bereits. Ja, minimal. Aber bei mir klappt da genauso wenig was. Achtung, Achtung! Ja, nur du hast einen Punkt, du hast ein Tor nämlich schon, ne? Das ist so ein bisschen ein Vorteil gerade. Oh. Warum hält denn der Torwart den hier nicht fest hier? Der blöde Penner. Lass mich jetzt mal ziehen. Wie viel haben wir denn noch? Immer schön. Viel. Eine Minute noch.
Ah, schade. Ach, du Idiot! Kein Icing? War wohl einer dazwischen. War aber eine Ameise. Hä, warum schießt der? Oh, nö. Das war ja wohl der Fail des Tages. Jetzt macht er noch sein Ausgleichstor. Ich seh's doch. Ah! Oh, stopp! Ein Albtraum. Ich kann das nicht. Ja, du hast auch nicht nötig, wie gesagt. Du hast ja dein Tor schon. Scheißendreck. Scheißendreck! Auf geht's jetzt aber! Oh, das gibt's doch nicht! Tick, 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 die Uhr tickt, die Uhr tickt! Ja, ja, dann war's das. Das komme ich nicht mehr vor bis dahin. Das ist es! Ja, Dreck aus der Misthölle! Und das am Weihnachtstag, ey, du hast mich vernichtet. Ich hab's dir vernichtet mit 1-0. Du hast mich auf den Boden geprügelt. Aber wir merken schon, wir sind ebenbürtig, denn 1-0 ist jetzt nicht so. Das war krass, das wäre so schön, wenn es reingegangen wäre. Ich weiß nicht, ob du das aussiehst. Ja, man's. Ja, keine Ahnung. Tja, ich glaube, Freunde. Dass die zum Teil unterschiedlich sind. Also, sind wir am Ende, ne? Ja, sind durch. 1-0, Hinspiel. Rückspiel kommt morgen. Für den Harald ist schon alles drin. Aber sowas von, ich werde mich rächen. Ja, hoffentlich nicht. Also, lasst uns Likes da, gell? Das wäre schön und bis morgen. Ciao. Ciao.